sich, ob er dünn ist oder dick, ob mit blondem oder schwarzem Haar, ob mit 18 oder 30, mit Kühnheit und Geschick, kämpft er als braver Held stets Jahr um Jahr. Ob er Moslem oder Hindu ist, ob Jude oder Christ, ob durch Glauben oder Vaterland vereint. Man sagt ihm, dass er's darf, und er tut's auch und schießt scharf, und er tötet nach Befehlen jeden Feind. Und er kämpft in jeder Truppe, der er zugehörig scheint, unter jeder Flagge steht er seinen Mann. Und er gibt sein Allerbestes für sein Vaterland und meint, dass nur er allein die Ordnung bringen kann. Er setzt sich ein für Ideale und für Ziele, ist bereit, für das zu kämpfen, was man ihm gebot. Er ist's, der ihn fällen muss, den letzten Entscheid über Weiterleben oder über Tod. Die Welt geworden, gäb es ihn nicht auf der Welt, ein Nichts wär mancher Staatsmann ohne ihn. Er ist, der sich selbst als Waffe zur Verfügung stellt, und niemand wird zur Rechenschaft ihn ziehen. Gilt ihm dem braven Tadel oder Lob vielleicht, der schützt und schießt und manchmal Rache übt. Der, wie du und ich, sein Leben liebt, es trotzdem für andere gibt, doch im Grund genommen nichts damit erreicht.